Ja, moin allerseits. Hier ist Christian Emschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema. Ist eine Frage, sollte man diese Ängste in Beziehungen nicht aushalten lernen? Hallo Christian, erstmal vielen Dank für deine Beiträge. Meine Situation betrifft meine emotionale Abhängigkeit. Ich möchte hier nun gar nicht auf meine Beziehung eingehen, sondern habe eine andere Frage. Du legst den Schwerpunkt auf Null Kontakt, ja, aber nur bei so toxisch-narzisstischen Beziehungen, ne? Ich kenne die Begründung des Durchziehens aus deinen Videos und aus anderen Kanälen, Angela Rudloff etc. Meine Frage ist aber nun, und ich suche eine Erklärung für, warum ist Nullkontakt in diesem Fall okay und wird nicht definiert als Davonlaufen aus der Situation. Ich habe in der Vergangenheit an Panikattacken gelitten. Nun ist der Ansatz nun auch nicht einfach, die Situation zu vermeiden, sondern zu verstehen, woher es kommt, wie ich damit umgehe. Und wenn es so ist, Techniken für die Zukunft damit umzugehen. So habe ich dies auch weitestgehend im Griff. Aus diesem Gesichtspunkt müsste ich doch versuchen, mit meinem Partner auszukommen. Worum ist das ein Unterschied? Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich hoffe, du verstehst das nicht als Kritik, sondern als ernst gemeinte Frage. Ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und froh, dass du das alles machst. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist ganz einfach, weil wenn du an deinen Ängsten arbeitest, das hat ja ein Ziel. Also, ja, du gehst rein in die Angst und Emotionen sind ja auch nichts Böses, also Ängste auch nicht. Und wenn du Emotionen durchlebst, kommt man eigentlich immer wieder so in die Liebe rein, letztlich. Also jetzt im allgemeineren Sinne und auch aus Ängsten, wenn du durch Panikattacken gehst, also wer mal ganz durch so eine Panikattacke durchgegangen bist, ja, da kommt eine große Entspannung, also diese Emotionen führen zu irgendwas und wenn man da durchgeht, dann bauen, das ist ja auch vielfältig erforscht, ja, die bauen sich dann ab und das ist eine feine Sache, absolut. Wo ist der Unterschied zu Beziehungen? Ja, natürlich kann man in einer einigermaßen mittelmäßig gesunden Beziehung, natürlich kann man da aushalten an seinen. Also auch Verlustängste aushalten oder auch mal eine Bindungsangst aushalten, das ist überhaupt kein Problem. Da bin ich auch voll dabei. Nur mir schreiben halt Leute, die in der Regel, die in ja so toxisch missbräuchlichen, also wo eben eine missbräuchliche Kommunikation stattfindet oder eine missbräuchliche Situation. Ja, das ist halt das Problem. Und wenn ich aufgrund von Manipulation, Lügen, narzisstischem Verhalten, ich weiß nicht was, in einer Situation bin, wo ich ja, Opfer werde von eben dieser Situation. Ich meine, auf einer übergeordneten Ebene hat das natürlich alles seinen Sinn und es gibt auch, ich muss auch bei mir selber gucken, warum ich ins Opfer gehe. Ich kann ja nicht immer den bösen Narzissten oder Minuspolen die Schuld geben. Ich muss auch selber gucken, wieso mache ich das mit und so. Aber eins ist mal ganz klar, also ich möchte keinem von euch, keinem von euch nahelegen, Gefühle von emotionalem Missbrauch zu ertragen. Das ist furchtbar. Das ist, als wenn man lernen müsste, Schläge zu ertragen. Das ist der große Unterschied. Und insofern reden wir tatsächlich über zwei komplett verschiedene Sachen. Ja, damit ist die Frage schon beantwortet, denke ich. Und ja, wir werden uns bald wiedersehen.